Dankeschön. Die nächste Frage kommt von Herrn Bernhard an Herrn Professor Lüdecke, bitte. Ja, ich will noch mal anschließen an die Frage, die ja hier jetzt so häufig in der Runde aufgeworfen wurde. Wer soll das eigentlich alles bezahlen? Die Politikvermeidung, die CO2-Vermeidung kostet die Bürger in unserem Land Milliarden von Euro. Allein letztes Jahr, allein die Energiewende 27 Milliarden Euro. Und das Pariser Klimaschutzabkommen, das die Regierung ja unterschrieben hat, da haben wir uns ja zu umfangreichen Reduzierungen von CO2 verpflichtet, während dasselbe Abkommen vorsieht, dass Schwellen- und Entwicklungsländer, die rund 60% des CO2s erzeugen weltweit, wie zum Beispiel China und Indien, bis 2030 unbegrenzt ihren CO2-Ausstoß erhöhen dürfen. Der deutsche Anteil des menschengemachten CO2 ist gerade mal 1,8%. Wie relevant ist eigentlich die deutsche CO2-Vermeidungsstrategie oder die Vermeidungspolitik, die wir führen, überhaupt, wenn man das weltweit und global betrachtet? Und die zweite Frage ist, wie bewerten Sie die Pläne der Regierung, alle Kohlekraftwerke in Deutschland stillzulegen, vor dem Hintergrund, dass China und Indien allein 3.700 Kohlekraftwerke in Betrieb haben und allein in diesen zwei Ländern gerade weitere 600 im Bau sind? Wie bewerten Sie denn das eigentlich? Wie bewerten Sie, der Kern der Frage ist, was sind eigentlich unsere ganzen Anstrengungen wert, global betrachtet? Bringt es überhaupt was, was wir tun? Ja, das ist eine gute Frage. Was sind die Anstrengungen wert? Man kann ja mal abschätzen, was sie wert sind. Das ist gar nicht schwer. Sie haben ja gerade erwähnt, Deutschland ungefähr 2%, die EU 10%. Was macht denn das an geringerer Erwärmung aus, falls man die schlimmsten Annahmen des IPCC zugrunde legt? Und dann sieht man, das sind Hundertstel von Grad. Mehr ist das nicht. Das sind Fakten. Die werden nicht wahrgenommen von Ihnen. Gut, das ist okay, aber es sind nun mal Fakten, die da sind. So, und nun gibt es eigentlich, das ist zumindest meine naive Meinung, für jede Maßnahme, auch politische Maßnahme, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, Verhältnismäßigkeit, Nutzen zu Aufwand. Wenn der Nutzen null ist und der Aufwand groß ist, dann ist so eine Maßnahme nicht verhältnismäßig. Sie kann vielleicht religiös sein, sie kann vielleicht ideologisch sein, aber rational ist sie verrückt. Das muss man dazu sagen. Und in dem Zusammenhang ist es tatsächlich von Deutschland, es ist nicht einzusehen, dass wir unsere Kohlekraftwerke abschalten und der Faktor 10 oder Faktor 100 nicht nur die Chinesen, sondern inzwischen auch die Afrikaner anfangen, Kohle zu verbrennen. Wozu machen wir das? Wir machen unsere Industrie damit kaputt, nützen aber, was die CO2-Vermeidung angeht, überhaupt nichts. Die Frage, ob CO2 nun wirklich etwas macht, ist noch gar nicht mal angeschnitten bei dieser Angelegenheit. Denn viele von Ihnen, die zumindest auf dem Gymnasium aufgepasst haben, werden ja wissen, dass CO2 Pflanzendünger ist, also Luftdünger, wenn man so will. Also Tomatenzüchter, die gasen ihre Gewächshäuser damit. Das heißt, die Welternährungsernten haben sich erhöht, die Erde ist ergrünt, der Spiegel hat sogar darüber berichtet. Und man muss auch bedenken, dass es eine untere Grenze gibt, ab der die Photosynthese nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, wo die liegt, aber so vielleicht 200, 250 ppm, dann ist Schluss. Wir liegen also sehr dicht an der unseren Grenze. Das heißt, wir sollten alles Interesse daran haben, zwei Dinge zu tun. Erstmal wirklich zu klären, ob CO2 klimaschädlich ist, und zwar objektiv, weltweit, alle Experten mal zusammenrufen und nicht Ideologien verbreiten. Das ist das eine. Und zum Zweiten sollten wir überlegen, ob die Maßnahmen, die wir hier jetzt ergreifen oder dabei sind zu ergreifen in Deutschland und auch in der EU, ob die verhältnismäßig sind. Dankeschön. Dankeschön. Und Herr